Dieses Fahrrad wird quasi tätowiert, denn der hier eingestanzte Code macht das Rad unverwechselbar. Falls es gestohlen wird, kann die Polizei mit dieser Nummern- und Buchstabenkombination bei Kontrollen ganz schnell herausfinden, wem das Fahrrad tatsächlich gehört. Dem kontrollierten Fahrer oder einem unglücklichen Eigentümer, der das Rad als gestohlen gemeldet hat. Der Code wird generiert durch einen Straßenschlüssel, also jetzt mal ausgehend nur von der Stadt München. Da wird jede Straße bekommt eine Nummer Code. Und der EEN-Code setzt sich eben zusammen aus dem Landkreis, der Gemeinde, dem Straßenschlüssel, der Hausnummer, der Initiale und dann das Jahr, in dem es kodiert wurde. Allein in München werden in einem Jahr etwa 5000 Radl gestohlen. 500 dieser Diebstähle kann die Polizei im Durchschnitt aufklären. Doch es gibt einige Faustregeln, um sich das Fahrrad gar nicht erst klauen zu lassen. Auf keinen Fall sollte man das Rad unverschlossen vor dem Bäcker stehen lassen, auch wenn es ganz schnell geht. Die beste Sicherung Ihres Fahrrads geschieht natürlich durch ein wertiges Schloss. Investieren Sie da mindestens 50 Euro in eine vernünftige Fahrradsicherung und schließen Sie es vor allen Dingen an einen festen Gegenstand an. Es hilft nichts, wenn der Täter das Fahrrad davontragen kann. Das gilt im Übrigen auch in einem Fahrradkeller. Versuchen Sie sich hier einen festen Gegenstand einzubauen. Vor allem auf Elektroräder haben es Diebe abgesehen. Die sind schließlich richtig teuer. Auch wer sein Rad selbst aus Einzelteilen zusammenbaut, ist vor Diebstahl nicht gefeit. Obwohl es schwer ist, ein solches Unikat als ganzes Fahrrad auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Naja, die Komponenten sind halt schon teuer und rar teilweise. Das ist dann wahrscheinlich schon interessant. Aber ich sag mal, das ist dann halt das Spaßfahrrad. Das nimmt man dann mit in die Berge. Das fahre ich jetzt nicht im Alltag. Dafür wäre es zu schade. Und was ist das Fahrrad wert? Einen gut niedrigen, vierstelligen schon. 15 Euro kostet die Kodierung beim ADFC in München. Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs zahlen natürlich weniger, nämlich 8 Euro. Aber was passiert, wenn man sein kodiertes Fahrrad nach einigen Jahren vielleicht verkaufen will? Wie kann man verhindern, dass der Käufer des kodierten Radels später des Diebstahls bezichtigt wird? EEN-Code gibt es schon seit den 90er Jahren, den hat die Polizei entwickelt, hat eigentlich auch nicht nur was mit Fahrrad zu tun. Also man könnte theoretisch mit diesem Code auch seinen Laptop kodieren. Der Code ist also einfach festgesetzt, um einen Eigentümer zu identifizieren, und mit den Fahrrädern wird das auch schon seit über 20 Jahren gemacht. Oder der ADFC hier in München macht das schon seit über 20 Jahren. Bei einem Verkauf wird der Code einfach im schriftlichen Kaufvertrag festgehalten, damit später die Eigentumsverhältnisse völlig klar sind. Kommen wir zur Sicherheit der Drahtesel. Diese sollte man nämlich nach der Winterpause checken. Vor allem natürlich die Bremsen. Ja, ich habe die Bremsbeläge geprüft, ob die abgefahren sind, habe die Bremsgelenke geölt, die Seitenflanken der Felge sauber gemacht, weil sich da eben Dreck sammelt über den Winter, vor allem hinten. Dann habe ich den Luftdruck überprüft und den Minimaldruck genommen. Das waren in meinem Fall so 2-2,5 bar. Ganz besonders wichtig bei Kinderrädern, die Höhe des Sattels. Denn die Kleinen wachsen schnell und deshalb sollte man die Sattelhöhe auch regelmäßig anpassen. Das schont die Kniegelenke und verhindert Stürze. Wenn die Kinder über den Winter gewachsen sind, dass man die Sattelhöhe dann nachstellt. Auf Hüfthöhe oder vielleicht ein bisschen drunter. Die Kinder sollten nur noch mit den Spitzen, wenn überhaupt, nur mit den Zehenspitzen am Boden kommen, eigentlich gar nicht mehr. Wir fassen zusammen. Hier nochmal die 5 wichtigsten Tipps für Radlchecker. Erstens Bremsen kontrollieren. Zweitens Kette ölen. Drittens Luftdruck messen. Viertens Licht überprüfen. Fünftens Sattelhöhe anpassen. Wenn das alles gecheckt ist, kann's losgehen. Dann wird die erste Fahrradtour im Frühling richtig Spaß machen. Mit Sicherheit.